Hallo und willkommen zurück zum Radsportmanager 2015 mit Jan Ullrich in der vierten Saison. Wir befinden uns im Jahr 2018 und nach dem sensationellen Sieg bei der Tour of Oman, wo wir tatsächlich an einer hügeligen Etappe noch Contador und Villa Moss geschlagen haben, uns den Gesamtsieg geholt haben. Tatsächlich fahren wir jetzt Paris-Nizza. Wir sehen, die Fitness ist schon im gelben Bereich, nicht sensationell gut. Der Rhythmus ist jetzt leider aus dem grünen Bereich schon wieder etwas runtergegangen, auch wenn der Fall da nach oben zeigt, keine Ahnung warum. Die Frische ist super, Ermüdung ist super. Wir haben, wie gesagt, jetzt Paris-Nizza, danach Mailand-San Remo. Die Baskenland-Rundfahrt habe ich jetzt mal rausgenommen, weil die passt irgendwie nicht so in den Ermüdungsplan, weil ich jetzt nach Paris-Nizza ganz gerne ein bisschen Training rausnehmen möchte. Aber ohne große Umschweife gehen wir ins Rennen. Wir sehen Dylan Teuns, unser super Hügelfahrer, ist am Start. Warren Barguil für die Berge mit uns mit dabei. Romain Sicard, auch ein sehr, sehr guter Helfer, der uns da wirklich zur Seite stehen kann. Und dann gehen wir jetzt auch direkt ins Rennen rein. Bei den Favoriten sind wir wahrscheinlich nicht ganz vorne, weil unser Prologwert nicht optimal ist. Wir sehen, es geht so leicht bergab und dann wieder bergauf. Deswegen muss man einen guten Mittelwert finden. Am Start Quintana, Contador, Berisha, der neue, ein Fahrer, der vom Spiel kreiert wurde, relativ gut vorne in der Pro-Tour-Wertung. Bei uns sind es Demar, Ulrich, Bagui, natürlich Demar unser Sprinter, Degenkolb, Alaphilippe sind am Start. Villa Moss ist auch wieder mit dabei. Dann schauen wir uns gerade mal unsere Rückennummer an. Wir starten mit der 58 ins Rennen. Also genau, sind wir auch als erstes am Start. Dann fahren wir doch schon mal mit einem mit, um uns die Strecke, Strecke ein bisschen anzuschauen. So, das ist Glück. Pierre-Luc Perrichon ist jetzt schon im Ziel. Wir starten, wie gesagt, mit der 58, also haben wir jetzt noch 6 Fahrer Zeit, bis wir ins Rennen gehen. Da kommt Ryder, Walz ist hier dabei, Van Tomme, Fliegen und als nächstes nach Weitens müssten wir dann kommen. Mal gespannt, was wir für eine Tagesform haben. Ich denke mal, wir können mit dem Wert relativ hoch gehen, plus minus 0 ist die Tagesform. Wie gesagt, es geht ja auch nochmal leicht bergab, deswegen lasse ich es jetzt mal auf 77. Oder wir können vielleicht ein bisschen höher gehen vielleicht. Ja. Lassen wir es mal auf 77, weil wie gesagt, es geht jetzt gleich leicht bergab. Das sieht man ja im Profil und dann geht es aber auch quasi in den Gegenhang. Und da hinten geht es dann quasi jetzt hoch. Deswegen fangen wir lieber ein bisschen langsamer an, dann haben wir einen gleichmäßigen Rhythmus. Und jetzt sieht man schon, der gelbe Balken frisst sich zurück. Noch 1 Kilometer, dann gehen wir mal auf 80. Müsste sich das jetzt eigentlich genau ausgehen. Dann hätten wir sogar noch schneller fahren können. Im Ziel Bestzeit 11 Sekunden Vorsprung trotzdem, aber das war nicht optimal. Aber es ist auch ein bisschen schwer, das so auszutarieren. Perspektive, da sehen wir, wie Ulle ins Ziel rollt. Nein, nicht weggehen. So, dann lassen wir es jetzt mal schnell durchlaufen. Ich denke mal, gewinnen werden wir nicht. Das kann man jetzt schon mal sagen. Da kommen ja noch einige, die deutlich besser sind als wir. Auch vom Prologwert her. Unsere Fitness ist ja auch noch nicht perfekt. Das wird erst während der Rundfahrt noch besser werden. Aber es kommen ja noch einige Flachetappen, wo man schön sich warm rollen kann. Momentan liegen wir noch vorne, jetzt nicht mehr. Simon Spielak hat uns 12 Sekunden abgenommen, Richie Porte zeitgleich. Aber Spielak, das ist schon eine überragende Leistung. So, Points ist im Ziel als 15. mit 35 Sekunden. Jetzt momentan tut sich in den Top 10 relativ wenig. Points ist auch im Ziel, 19. 37 Sekunden Rückstand. Michel Koch ist ja auf Platz 10 eingefahren. Ein anderer Deutscher, wahrscheinlich ein junger Fahrer, sagt mir so jetzt relativ wenig. Stüber geht ins Rennen und wir sind nur noch Vierter. Bob Jungels ist jetzt auch noch an uns vorbeigezogen. So, Stüber ist 24. im Ziel. Aber Simon Spielak hat hier eine richtig gute Leistung hingelegt. Immer noch auf Platz 4. Ich denke mal, mit 12 Sekunden Rückstand können wir auch erstmal leben. Sicard haben wir jetzt da hinten gesehen. Tagesform minus 5.
Das wird nichts werden. 95. mit 1 Minute 7 Rückstand. Jetzt Rowan Dennis natürlich noch vorbeigefahren. Super Prologfahrer, hat ja auch bei der Tour 2015 einen Auftaktsieg geholt. So, im Hintergrund haben wir Merz gesehen, der plus 5 Tagesform hat. Mal schauen, was er holen kann damit. 22. mit 29 Sekunden Rückstand. Alexis Goujard ist jetzt auf Platz 4. Jetzt kommen natürlich auch gleich die ganzen Topfahrer, die Kapitäne, wo wir leider nicht dabei waren, wobei Demar anscheinend hier unser Kapitän ist. Aber wie gesagt, 12 Sekunden Rückstand. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch einer an Spilak vorbeigehen wird. Weil ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass Spilak der Topfavorit ist. Julien Alaphilippe fährt auf Platz 4 mit 8 Sekunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt ist Lee Howard noch dazugekommen. Zeitgleich. Aber die Top 10 können wir schaffen. Der Mars im Ziel, jetzt sind wir 8er. Und das war es auch. Immerhin Top 10, Platz 8 zum Auftakt. Spilak gewinnt tatsächlich das Auftaktzeitfahren. Fährt inzwischen für Sky. Rowan Dennis ebenfalls Sky auf Platz 2. Das reimt sich. Kwiatkowski wird 3er. Dann sind wir dann sogar auf Platz 7. Das kommt auf die Juniorwertung. Ne, da ist Goujard noch vor uns. Eine Sekunde. Alles halb so wild. Die wichtigen Etappen kommen erst noch. Aber schon mal ein ganz ordentlicher Auftakt mit 12 Sekunden Rückstand können wir leben. Vor allem, weil jetzt von denen hier vorne auch keiner. Spilak ist natürlich ein ordentlicher Bergfahrer, aber keiner, der uns jetzt unbedingt in die Quere kommen wird. Aber von den anderen Topfahrern ist da jetzt relativ wenig zu sehen. Deswegen haben wir schon mal ein bisschen Zeit gut gemacht. Gehen direkt zur zweiten Etappe. Wie gesagt, ich werde mich ein bisschen durchsimulieren durch die Flachetappen. Weil die sind doch sehr, sehr flach. Also da gibt es eigentlich keine Chance, dass man irgendwas holt, wie man hier auch schon sieht. Deswegen simulieren wir das jetzt. Und da jetzt zu attackieren, macht auch keinen Sinn. Weiterhin 12 Sekunden Rückstand, sind jetzt nur noch 10. weil wahrscheinlich einige Sprinter an uns vorbeigegangen sind in der Gesamtwertung. Wir haben gesehen, unsere Fitness ist wieder ein bisschen nach oben gegangen. Hier ist die nächste Flachetappe. Da haben wir auch wieder keine Zeit verloren. 153. Wir sind natürlich wegen unseres Sprintwerts bei den simulierten Etappen immer ganz weit hinten dabei. Das ist schon irre. Jetzt hier wird es schon ein bisschen hügeliger, aber im Endeffekt wird es auch keine Veränderungen geben in der Gesamtwertung. Genau, jetzt sind es 19 Sekunden. Platz 10 sind wir. Goran Berisha gewinnt von Kas Monninga. Ist natürlich schlimm, dass die jetzt auch noch so einen tollen Sprinter in ihren Reihen haben. Das wird langsam bitter. So, und weiter geht's. Die Frische müsste jetzt auch gleich wieder in den grünen Bereich gehen, ganz genau. Und jetzt geht's halt los. Jetzt geht die Rundfahrt quasi erst richtig los. Das ist auch keine hügelige Etappe, sondern das ist eine richtige Bergetappe. Drei Berge der zweiten Kategorie, zwei der dritten, 201 Kilometer lang. Natürlich ein bisschen zu lang für uns, aber wir sind ja ganz gut in Form. Wir schauen mal, bei den Favoriten sind wir gar nicht genannt, weil natürlich hier die Hügelwerte gelten. Aber ich finde das eher ein bisschen lächerlich bei dieser Bergankunft. Nun gut, wir geben unser Bestes. So, und damit sind wir zurück. Und sehen Ulle im schönen Placo-Schmidt-Trikot. Dass ich mich inzwischen schon ein bisschen gewöhnt habe und in dem wir ja bislang sehr, sehr erfolgreich waren. Weiß nicht, ob wir jetzt heute beschützt werden. CK beschützt jetzt schon jemanden, aber wir sind es nicht. Leider. Doch Stüber wird uns beschützen, sehr schön. Wahrscheinlich Warren Barguil ist auch ein Fahrer, den man, der wird von CK beschützt. Haben wir auch den Weltmeister gesehen. Kwiatkowski, den Weltmeister, Vinyao, den kolumbianischen Meister, immer dieser schöne Brustring, aber auch den deutschen Meister, wahrscheinlich John Degenkolb, oder? Jawohl, John Degenkolb, seit 10 Jahren ist er deutscher Meister. Liegt natürlich daran, dass das deutsche Meisterschaftsprofil sich hier nie ändert. So, Ulle fährt schon mal relativ weit vorne. Ich denke mal, wie gesagt, dass es heute Profil ist, was uns liegt, auch wenn wir da jetzt nicht unbedingt an erster Stelle genannt wurden, weil es als Hügeletappe deklariert wurde, was ich nicht richtig nachvollziehen kann. Wird sogar Tempo gemacht von unserem Team. Treuns hat sich da vorne in die MTN Kubeka
Mannschaft eingereiht. Die natürlich jetzt hier die Nachführarbeit machen wir, aber was heißt natürlich? Eigentlich müsste Astana Tempo machen. Die natürlich wieder ein Bomben-Team am Start haben. Schauen wir es uns an. Quintana, Berisha. Ja, so bombig ist es gar nicht. War nicht Contador auch noch am Start? Irgendeiner ist rausgefallen. Und wir hoffen, dass sich da keiner verletzt hat. Alaphilippe, der ein sehr, sehr gutes Prolog-Zeitfahren gemacht hat, aber hat auch einen Wert von 77. Wollte schon sagen, so als guter Zeitfahrer ist er mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Gucci Port könnte heute ein Problem werden. Kwiatkowski eher nicht. Dafür ist der Anstieg zu lang. Liao haben wir natürlich am Start. Und Dennis ist inzwischen, glaube ich, auch ein ganz passabler Bergfahrer. Simon Spilak. Bergwert von 78. Cancellara natürlich am Berg. Keine Chance. Und Liam Moss ist wieder dabei. Adam Yates. Also schon manches ist auch dabei. Also einige Fahrer, die heute gefährlich sein können. Rodriguez, der allerdings schon ein bisschen verloren hat am Berg. Fernandes, der uns bei der Tour of Oman ein bisschen Probleme bereitet hat, aber im Endeffekt haben wir ihn dann doch geschlagen. Sind wir schon im Berg der dritten Kategorie drin. Im zweiten. Aber Bergwertung interessiert uns nicht wirklich. Wir wollen den Gesamtsieg haben. Wie schön, wenn wir direkt den zweiten Sieg schon feiern könnten. Aber warten wir erstmal ab. Wird heute schwer genug, wie gesagt, und ich weiß vor allem nicht, wie jetzt das mit reinspielt, dass es eine Hügeletappe ist. Weil mir der Schlussanstieg nicht wie ein Hügel vorkommt. Sich das mal anschaut. Ja. Wir warten es mal ab. Und fahren hier durch die schöne Region. War gerade ein kleines Weingebiet. Wir sind ja jetzt relativ in der Mitte zwischen Paris und Nizza. Problem ist, dass die Etappe relativ lang ist. Das könnte uns natürlich wirklich Probleme bereiten. Der Ausdauerwert ist mit einer 65 immer noch nicht top. Stüber holt jetzt gerade Wasser. In der Zwischenzeit werden wir von Merz beschützt. Ein belgischer Fahrer, der von den Werten her sicherlich noch im Aufbau ist. Die anderen Teamkollegen kennen wir ja eigentlich alle schon. Sikar. 76, wie gesagt, ein guter Helfer am Berg. Juan Bagui könnte uns auch heute gut helfen. Ich weiß es nicht, ob er es machen wird, weil er natürlich auch seine eigenen Ambitionen hat. So, der Pfeil zeigt jetzt leider nach unten. Und es ist eine -3-Tagesform, die jetzt da erstmal steht. Das ist nicht gut. Da hatten wir bislang ja immer relativ Glück, aber heute ist das nicht der Fall. Aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren wahrscheinlich. Die Konkurrenz ist ja sehr, sehr groß. Unsere Fitness ist natürlich eigentlich gut. Ich hoffe mal, dass das vielleicht noch auf -1 hochgeht. Der Marc, das grüne Trikot sehe ich jetzt erst. Aber nur in Vertretung. Zweiter im Sprinterklassement hinter analogischerweise Berisha, der ja auch in der Gesamtwertung führt. Bergwertung wird heute, denke ich mal, dann neu vergeben werden. Okay, jetzt habe ich gerade schon einen Schreck bekommen. Molar führt er momentan. Wir schauen uns mal die Ausreißergruppe an. Ups, jetzt ist hier irgendwas gerade. Ja, ich lese jetzt nicht alle vor. Hesedal, Iver kennt man natürlich. Marke. Aber jetzt geht es auch gleich in die Berge da der zweiten Kategorie rein. Müssen wir schon mal ein bisschen wachsam sein. Weil wir schon mal ein kleines Stückchen weiter vorfahren. Beziehungsweise wir sind schon relativ weit vorne. War ja beim falschen Fahrer gerade. Ja, alles ist gut. Warum MTN Kubica hier so ein großes Tempo macht, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Wo haben wir sie denn da? Port haben die am Start. Und einer dabei, Nizzolo natürlich ein guter Sprinter, aber der wird heute nichts machen können. Grünewagen auch ein guter Sprinter, Rui Costa haben sie natürlich dabei, aber ist jetzt auch nicht der absolute Top-Favorit. So, und jetzt geht es hier in den Berg der zweiten Kategorie. Vorne machen sie K jetzt das Tempo. Machen wir zumindest zweifache Geschwindigkeit.
Tempo ist jetzt auch deutlich, deutlich höher. Und Alkien macht die Nachfahrarbeit. Ich muss mir dieses Trikot mal anschauen. Das ist Lock Oil. Das ist das neue Team von Kwiatkowski. Und ich glaube auch von Pozzo Vivo. Die sind beide dahin gewechselt. In der Abfahrt bekommen wir 5 Kilometer bis zum nächsten Berg angezeigt. Jetzt haben wir ein bisschen durchgereicht gerade. Das ist nicht dramatisch, es ist noch relativ weit bis ins Ziel. Immer noch 50 Kilometer und es kommen ja noch 2 Berge der zweiten Kategorie. Justin Oyen lag da jetzt vorne. Die Simon führt in der Bergwertung vor Reiter Hesjedal. Das gelbe Trikot tritt jetzt hier schon ein bisschen schwerer. Aber die Berge sollten ihm noch nicht das ganz große Problem machen. Das wird dann hinten raus schwerer werden. So, Tagesform immer noch minus 3. Das geht wahrscheinlich gleich auf minus 5 runter oder sowas. Ne, minus 1, sehr gut. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Stüber beschützt uns auch weiterhin sehr, sehr gut. 128 Fahrer sind jetzt überhaupt noch in der Gruppe mit dabei. Stehen noch mal ein bisschen schneller. Und hier wird jetzt eh erstmal noch nichts passieren, auch wenn das Tempo relativ hoch ist. Holen. Das müsste vor allem nochmal Wasser vorgebracht werden. Ist auch ganz schön, dass die Jungs sich abwechseln und der wer uns beschützt. Das sind jetzt zwei, die glaube ich aus der Ausreißergruppe rausgefallen sind. So, jetzt beschützt uns Merz. Ich hoffe mal, dass Stüber jetzt mit der Wasserflasche relativ schnell nach vorn kommt. Ja, ist noch relativ weit hinten. Ich muss jetzt hier natürlich am Berg auch ordentlich kämpfen, um nach vorne zu fahren. Aber vielleicht schafft das ja auf der Abfahrt. Vielleicht müssten wir auch über den Hügel drüber sein. Ja, das sind noch 5 Kilometer. So viel dazu, aber es wird relativ flach oben. Das müsste irgendwie liegen. Eigentlich ein guter Fahrer für das Terrain. Hat ja auch bei der Tour eine Etappe gewonnen. Da war es ein ähnliches Terrain, also was heißt ähnliches Terrain, es war hügelig. Es war eine hügelige Sprintankunft. So, Ulla hat noch einen vollen gelben Balken, Warren Barguil allerdings auch. Die Toins-Brüder, die keine sind, sind vorne. Und jetzt sollte das Wasser auch gleich da sein. Sikra fährt an uns vorbei und jetzt geht es wieder in eine steile Abfahrt rein, wo es nochmal eine Sprintwertung unten geben wird. Dieses Lock-Oil-Trikot muss ich mich auch erst gewöhnen. So, jetzt haben wir auch volles Wasser. Sehr, sehr gut. Merz beschützt uns weiterhin. Und da ist Düber jetzt wahrscheinlich, wenn er das Wasser abgeliefert hat, wieder übernehmen wird. Genauso ist es. Es sind noch einige Meistertrikots hier vereint. Portugiesische, kolumbianische. Natürlich relativ schnell und weit vorne in den Berg reinfahren. So steil ist der Anstieg ja auch gar nicht. Und wir gehen voll mit vollem gelben Balken rein, was natürlich ein Traum ist. Und ein Stückchen vor. So. Da muss es jetzt nicht sein. Die Sprintwertung, die gar nicht auch groß ausgefahren wird, klar, weil die vorne ja schon durch sind. Und dann haben wir hier jetzt schon mal rein. Also wir reihen uns hier vorne ein bisschen ein, da sind wir Merz, der auch Tempoarbeit mitmachen möchte anscheinend. So, jetzt geht hier die Post ab.
Sollten wir dranbleiben. 11 Kilometer im Endeffekt. Wir hauen jetzt hier mit der 80 rein. Ich denke mal, das könnten wir schaffen. So steil ist der Berg ja nicht. Zumindest unten nicht. Oben wird es dann steiler. So, ich denke mal, es war ganz gut, dass wir schon schnell unten reingefahren sind jetzt. Jetzt fahren wir auch zur Ausreißergruppe hin, weil wir uns hoffentlich gar nicht so lange aufhalten werden. Nee, fahr vorbei, Ulle. So, jetzt sind es 7,9 Kilometer. Machen wir ganz kurz Pause, um mal rumzudrehen und zu schauen. Das Feld macht jetzt noch nicht die ganz großen Anstalten hinterher zu fahren, deswegen konzentrieren wir uns mal eher auf uns. Energieriegel haben wir gerade weggeschnupft. 7,3 Kilometer noch bis ins Ziel. Wie gesagt, erst oben wird es ein bisschen steiler. So 4-5 Kilometer vor dem Ziel. Das müsste eigentlich sich ausgehen mit der 80. 20 Sekunden, wer fährt hinterher? Quintana ist uns hinterhergefahren. 5 Kilometer noch. Ich denke mal, kann sein, dass er ranfährt. Ja, er wird an uns ranfahren. Jetzt sind wir zu zweit vorne. Fahrt trotzdem mal konstant weiter. Weil Quintana tritt schon relativ schwer, wobei das vielleicht auch der rote Balken ist, der da bei ihm eher malträtiert wurde. Jetzt hängt er sich ein bisschen an uns ran. Ich würde trotzdem ganz gerne mit der 80 hochfahren. Ich kann mal sogar noch mal höher gehen. Und ihn hat das deutlich mehr Kraft gekostet als uns. Wir sind ja konstant hier hoch. Jetzt haben wir schon nur noch 2 Kilometer. Auf, komm, Ulle, das schaffen wir. Bleiben bei der 85 und versuchen dann von vorne weg zu sprinten. Komm schon. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah, er sprintet an uns vorbei. Scheiße. Ja, Quintana gewinnt vor uns. Wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen Zeit gut gemacht haben, Quintana. Dann kommt Richie Port, Sergio Luis Renau. Spilak wird Fünfter. Bagui, unser Capitano, auf Platz 6. Und dann kommt quasi der Rest der Bagage. Naja. Sind wir Zweiter geworden. Vielleicht wieder, jetzt vielleicht zu früh gesprintet. Aber vielleicht auch zu viel Tempo gemacht. Aber ich wollte halt auch nicht, dass der Vorsprung nach hinten unbedingt einbricht. Vielleicht hätte ich Quintana mal die Führungsarbeit überlassen sollen. Das wäre sinnvoll gewesen. Aber gut, ich dachte, ich könnte ihn vielleicht wegfahren, wenn ich konstant Tempo mache. Hat nicht geklappt, muss man sagen. Quintana gewinnt vor uns, aber trotzdem ein gutes Ergebnis. Rundfahrt ist noch nicht vorbei. Es gibt auch nochmal ein Zeitfahren, wo wir Quintana auf jeden Fall Zeit abnehmen werden. So, Casamonigas ist einfach bockstark, muss man sagen. 15 Sekunden hat er uns noch gegeben. Schade, dass wir nicht mit ihm gewertet wurden. Ansonsten wären wir in Führung. Das war Etappe 5. Etappe 6 sieht folgendermaßen aus. Eher eine Flachetappe. Etappe 7 werden wir jetzt gleich auf jeden Fall fahren. Und Etappe 8 machen wir dann auch noch. So, relativ erfolgreiches Rennen, wie gesagt, hätte noch ein bisschen besser laufen können. So, das simulieren wir, ist eh eine Flachetappe. Hoffentlich stürzen wir nicht und brechen uns das Schlüsselbein oder sonst irgendwas. Nee, kommen mit dem Hauptfeld ins Ziel. 230. Quintana war 33. Alles halb so wild. Unsere Form ist weiterhin richtig gut. Der Rennrhythmus ist jetzt natürlich auch sensationell. Jetzt kommt die 7. Etappe, sehr, sehr viele Berge. So, und damit willkommen zurück. Wir sind natürlich wieder im besten Jungprofi-Trikot unterwegs. Das kennen wir ja schon. Quintana ist im gelben Trikot unterwegs. Heute geht es nochmal ordentlich die Berge rauf und runter. Müssen wir wachsam sein. Ich denke, wir bekommen auch gleich einen an unsere Seite, der uns beschützt. Das wird wieder Merz sein, der das macht. Auch gut gemacht, die letzten Etappen. Wo mal die Ausreisegruppe findet sich jetzt relativ früh und schnell.
So, wir sehen unten die Wertung. 5 Sekunden fehlen uns auf Quintana. Ich weiß nicht, ob wir da heute was gut machen können. Ich bezweifle es eher. Nach dem letzten Berg der ersten Kategorie geht es eigentlich nur noch bergab. Gibt es dann mal so einen kleinen Zipfel, wie man hier unten sieht. Da, wo die Sprintankunft direkt davor ist. Mal ein bisschen schauen, was wir uns von der Taktik zurechtlegen. Ja, Quintana, klar, wir haben natürlich noch das abschließende Zeitfahren, wo wir Zeit abnehmen können. Aber er hat einen Zeitfahrwert von 72, ja, jetzt nicht super stark. Können wir durchaus was machen. Das bedeutet auf jeden Fall dranbleiben an Quintana, keine Zeit verlieren. Natürlich ein bisschen zu früh losgesprintet beim letzten Mal. Aber ich glaube, er wäre so und so noch an uns vorbeigefahren, weil er deutlich auch noch mehr Kraft hatte. Trotz der Nachführarbeit, die er quasi leisten musste. Dafür haben wir den Rest ein bisschen abgehängt, haben uns da einen guten Vorsprung rausgefahren. Abfahrt vom Erstkategorieberg. Wie gesagt, um die Wertungen kümmern wir uns gar nicht. Bergwertung ist mir persönlich ziemlich wurscht. Die Etappe heute ist ja, so 160 Kilometer waren es, glaube ich. Das sollte uns dann auch schon eher liegen als diese sehr, sehr langen Etappen. 183,4 Kilometer sind es. Und bei 25 Wertung, ja, das haben wir, denke ich mal, sicher. 2,46 Vorsprung auf Drosilin, auch ein junger, guter russischer Fahrer, Jungsgard, ein Däne, Irarizaga, aus Venezuela. So, ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier auf die letzten Berge. Jetzt nochmal spannend und können wir auch vor allem testen, wie es dann vielleicht auch bei der Tour de France sein wird. Mit Tempo. Drückt weiterhin, ja, das grüne Trikot trägt jetzt natürlich Jude Goran von Kasmonidas. Friedhelm Appel war Fünfter in der Jugendwertung gerade, in der Juniorenwertung. Haben wir jetzt noch recht den Tag der zweiten Kategorie erklommen. Dann gibt es eine kleine Abfahrt, dann geht es wieder zweite Kategorie berghoch und dann gibt es eine Abfahrt und dann geht es wieder in zweite Kategorie berghoch. Alles sehr abwechslungsreich hier. Aber dann quasi direkt in den Berg der ersten Kategorie, sehr, sehr steil. Dann eine lange Abfahrt und dann beginnt die Entscheidung der Etappe. Tagesform ist plus minus null jetzt erstmal angegeben. Also noch in alle Richtungen entwickeln. Wir hatten ja auch jetzt gestern nicht die beste Tagesform, trotzdem sind wir eigentlich sehr, sehr gut darüber gekommen. Bessere Tagesform hätten wir da wahrscheinlich auch Quintana noch schlagen können. So, jetzt sind wir quasi in der Abfahrt drin. Die Ausreißer, 7 Stück sind immer noch 8 Minuten weg. Das ist verdammt viel. Der Etappensieg wird dann wahrscheinlich an die Ausreißer gehen. De La Place, Hardy. Jetzt sind die ein bisschen gesplittet über den Berg. Jetzt ist Hardy anscheinend alleine vorne weg. Ne, jetzt sind sie wieder alle zusammengefahren. Spannende Rennentwicklung, die wir quasi nur hier im Videotext lesen. So, weiter vorne. Treuns macht das Tempo für unser Team. Also rechnen die Jungs sich auf jeden Fall was aus. Jetzt sind wir in der Pflicht gleich. Langsamer, nicht das Contador, ich sag da ein Contador, das Quintana uns hier schon wegfährt. So, jetzt geht's hier in den Berg der ersten Kategorie. Auf jeden Fall schon mal ein kleines Stückchen weiter nach vorne. Wasser haben wir keins bekommen.
Tempo ist jetzt hier schon sehr, sehr hoch. Und daran, dass wir mit einer 80 nicht wirklich von der Stelle kommen. Wasser mehr, das ist blöd. Drei Kilometer über den Berg. Ein Baggy tritt auch schon sehr, sehr schwer. Also hier wird es, denke ich mal, ordentlich reißen gleich. Aber Quintana vorne sieht extrem gut aus. Minus 2 haben wir jetzt doch noch bekommen. Jetzt wissen wir, woran es liegt. Das ist natürlich immer ein Hügel, über den wir hier drüber fahren. Das ist immer noch ein Kilometer. Ich möchte dringend ein Wasser. Ich hoffe, es kann mich jetzt hier noch einer beschützen auf der Abfahrt, weil die ist ja zum Glück relativ lang. Einer sollte mal Wasser holen. Ah, okay, wir haben Wasser, Entschuldigung. So, ich hoffe, der gelbe Balken geht jetzt wieder nach oben. Minus 2 ist natürlich alles andere als optimal. Dylan Teuns beschützt uns jetzt. Natürlich ein sehr, sehr guter Fahrer, der uns jetzt vor uns herfährt. Der gelbe Balken wächst und wächst. Er sollte eigentlich bis zum Anstieg der ersten Kategorie auch wieder regeneriert sein. Wollen wir noch da vorne jetzt Tempo mit Romain Sicard und Merz. 20 Fahrer sind hier noch in der Gruppe drin. Vorsprung nach vorne wird auch immer kleiner. Und der Rückstand nach vorne. Das Tons. So, jetzt eine ganz spannende Rennsituation. Dieser Minus 2 ist natürlich Murks. Ich glaube nicht, dass wir mit Quintana mitfahren können. Fahrer sind es nur noch, also haben wir ja auch quasi nur noch Top-Favoriten am Start. Tempo ist auch nicht riesig hoch, natürlich auch geschuldet, also der niedrige Puls ist zumindest der Abfahrt geschuldet. Ausreißer halten ihren Vorsprung, aber relativ konstant. Und das sind ja nicht mal die Spitzenfahrer vorne. So, Anstieg, 8 Kilometer sind es noch bis dahin. Hier vorne geht's los. Mal schauen, was wir jetzt hier Tempo machen. Natürlich nicht vergessen, es wird noch eine Abfahrt geben. Wir müssen immer konstant hochfahren. Es bringt uns nichts, wenn wir uns verstecken, dann attackieren die und wir können nicht hinterherfahren. Das ist immer ein Nachteil. Den Tons hat sich jetzt tatsächlich noch vor uns gespannt. 4 Kilometer. Und nicht vergessen, dass es dann manchmal weitergeht. Quintana fährt jetzt neben uns, attackiert er gerade. Ich sehe nichts. Fahr doch mal weiter rüber. Attackiert er noch nicht. Auch gut so. Prinz ist jetzt raus, leider. Kann uns nicht mehr beschützen. Wir sind aber immer noch alle mit dabei. Jetzt auch langsam anfängt zu roppen. Da ist noch John Alpecin, der Fahrer, hat jetzt schon schwer getreten. Dann haben wir hier noch Richie Porter an unserem Hinterrad, der jetzt sogar vorbeifährt. Das Tempo nochmal erhöht. So, wow, ist Richie Porter stark, weil der ist brutal. Jetzt aber dranbleiben, Ulle. So, hake dich da mal mit rein. Ich hoffe mal, die attackieren jetzt nicht gerade. Wir haben unseren Energieriegel noch. Den müssen wir uns jetzt auch reinpfeifen. Wir sind also in der Spitzengruppe mit angekommen.
Ja, zumindest mit über den Berg gekommen. Richie Port müsste auch wieder eingeholt werden. Beziehungsweise ist er auch gerade schon. So, vorne jetzt werden natürlich die Ausreißergruppen hier über den Haufen gefahren, mehr oder weniger. Aber der gelbe Balken wird nicht unbedingt größer, trotz der Abfahrt. So, das Tempo mal ganz kurz ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich auch, weil andere Fahrer ein bisschen Probleme haben. Aber jetzt Quintana, der wieder nach vorne fährt. Ich dachte schon, der könnte sich leicht absetzen. Jetzt gibt es hier nochmal einen kleinen Gegenhang. Alles gut, alles gut, alles gut, wir sind dabei. Das heißt, es ist aber auch dranbleiben. Boah, heizen die hier runter, es ist brutal. Und es sind immer noch 10 Kilometer. 10 Fahrer sind dabei. Den Energieriegel haben wir jetzt natürlich schon verbraucht, das Tempo geht runter. Hier sehen wir schon die Ankunft anscheinend, sehr, sehr geil gemacht. So, auf geht's, Ulla. Diesmal bleiben wir. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden die Etappe nicht gewinnen können mit unserem Sprintwert. Aber ich hoffe, wir verlieren nicht allzu viel Zeit. Da wird jetzt nochmal attackiert. Fährt einer hinterher. Hinterher und ich glaube, die werden auch wieder eingeholt. 3 Kilometer. Spillack ist das. 1 Kilometer. Ach, naja, aber wir verlieren keine Zeit. Wir sind mit Quintana angekommen, das ist die Hauptsache. Etappensieg konnten wir uns eh nicht holen. Auf Platz 6 fahren wir rein. Sehr, sehr coole Etappe, spannend gemacht. Cooles Profil und die dahinter sind natürlich jetzt brutal abgehängt. Genier haben wir, den wir auch von der Tour of Oman kennen. Generell viele Fahrer hier mit dabei, die uns da auch schon über den Weg gefahren sind. Also bleiben wir Zweiter in der Gesamtwertung hinter Quintana, der aber noch Zeitbonifikation bekommen müsste, 4 Sekunden. Und dann können wir damit jetzt natürlich ins abschließende Zeitfahren gehen. Auch wieder eine sehr, sehr lange Folge, aber gut, machen wir halt immer mal längere Folgen. Wenn die zu lang sind, dann sagt einfach Bescheid. Dann machen wir halt wieder etwas weniger Etappen in eine Folge mit rein. Aber ich denke mal, auch das war wieder sehr, sehr spannend. Hinten raus, wie gesagt, 4 Sekunden haben wir im Endeffekt jetzt quasi verloren auf Quintana. Aber 9 Sekunden Rückstand. Spillack ist jetzt nur noch 35 Sekunden zurück. Das weiße Trikot haben wir natürlich verteidigt und werden wir auch gewinnen. Das ist keine Frage. Und jetzt schauen wir uns dann die nächste Etappe an. Wird sehr, sehr spannend werden. Kleines Bergzeitfahren, 9,7 Kilometer, ist natürlich auch für Quintana gut, dass es ein Bergzeitfahren ist. Aber ich denke, da haben wir gute Chancen. Quintana ist sogar der Top-Favorit auf den Sieg. Das ist natürlich nicht so gut. Ich dachte, wir könnten ihn schlagen, aber hier zählt wohl eher der Bergwert rein, als jetzt wirklich der Zeitfahrwert, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Nun gut, wir laden uns das und schauen uns das natürlich mit großem Interesse an und versuchen trotzdem Quintana noch aus dem Siegschuhen zu fahren. Juan Bagui ist in Anführungszeichen nur 15. in der Gesamtwertung. Da hätte man sich auch mehr versprochen. Aber es wird jetzt ein Zweikampf werden zwischen uns und Quintana. So, da sehen wir es beim Favoriten auf Platz 3.
Also etwas merkwürdig, dass da allerdings der Zeitverwert gar nicht mit reingenommen wird. Nur wenn man ein Bergfahrer ist, heißt das nicht, dass man automatisch ein guter Bergzeitfahrer ist. Aber nun gut, wir schauen uns die Strecke mal an. Es dauert ja noch ein bisschen, bis Ull losfährt. So mega steil ist das Ding auch gar nicht. Aber es reicht, um aus der Puste zu kommen. Ryan Alaphilippe ist da jetzt Erster. Ich weiß nicht, ob das der Bruder von Julien ist. Le Gac. Im früheren Leben ein Huhn gewesen. Schauen wir, ob wir einen guten Zeitfahrer haben, mit dem wir mitfahren können. Beziehungsweise guten Bergfahrer müssen wir uns ja quasi auswählen, aber die kommen ja erst zum Schluss. So. Dauert natürlich noch ordentlich lang. Arenales, das ist der neue Astana-Sprinter. Mit Berisha zusammen. Wir haben schon ein super Team. Also ich würde wirklich, auch wenn es vielleicht nicht so sympathisch ist, gerne für Astana oder Krasmanegas fahren. Einfach nur, um sich auch in diesem Team vielleicht mal durchzusetzen. Bartha ist doch ein guter Zeitfahrer. Den nehmen wir mal mit. Schauen, was der heute reißen kann. Frederik Ludvigsson ist auf Platz 1. Also sehen wir, der Zeitfahrwert ist doch sehr, sehr wichtig. So, der Mar ist da jetzt ins Rennen gegangen. Interessiert uns eigentlich nicht so richtig, was der macht. Aber wird auch heute keine Rolle spielen. Hat 28 Sekunden hinten mit auf Platz 60. So, Romain Sicard ist auch ins Rennen gegangen. Oh, das ist doch schön. Die Schrittkamera. Also mit den Kameras bin ich irgendwie noch nicht so ganz klar gekommen beim Pro-Cyclist-Modus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Wir lassen mal diese Perspektive, schauen uns an, wer hier alles losfährt. Das sehen wir hier oben, Trofimov ist jetzt losgefahren. Dylan Teuns ist am Start. Wird aber heute auch keine ganz große Rolle spielen. Ron Bagi ist jetzt losgefahren. Teuns ist 23. 24. bei der ersten Wertung. Da haben wir Richie Port gehabt. Und jetzt haben wir hier Ulle im weißen Trikot des besten Jungprofis. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine gute Tagesform. Plus, minus null. Ja, ist okay. Ich gehe mal ein bisschen runter, weil es ja den Berg hoch gehen wird. Ich weiß nicht, was wir da fahren können. 65. Ja, wir können auch schon noch höher gehen. So, schon. Den Trainer sehen wir da hinten schon. Doch deutlich zu langsam angegangen. Sehr, sehr deutlich zu langsam. Ich dachte, hier wird sehr viel schwerer getreten. Aber vielleicht können wir oben dann ein bisschen Zeit gut machen. So, in erster Zwischenzeit werden wir nicht gut sein. 12. mit 24 Sekunden Rückstand. Oh je, das habe ich nicht gut gemacht. Das ist Quintana. Man sieht ihn zumindest nicht. Dafür werden wir jetzt oben raus hoffentlich ordentlich Zeit gut machen. Quintana war gar nicht so viel besser als wir. So, auf geht's ohne. Oben müssen wir jetzt ordentlich was rausholen. Mit G-Port. Ist da in Führung und wir sind im Ziel auf Platz 4 nur mit 15 Sekunden. Wir schauen, wo kommt Quintana rein. Ach, 3 Sekunden sogar vor uns. Also werden wir Paris-Nizza nur auf Platz 2 beenden, aber das war auch kein gutes Zeitfahren von mir.
dachte nicht, dass man mit so einem hohen Wert hier hochfahren kann. Punktewertung hat mir nichts zu melden, auch in der Bergwertung nichts. Nachwuchsfahrerwertung haben wir gewonnen und in der Gesamtwertung sind wir Zweiter. Blacko Schmidt ist Zweiter auch in der Teamwertung geworden. Aber das war kein perfektes Zeitfahren. Platz 5 definitiv, da habe ich ein bisschen verwachst. Aber immerhin Zweiter in der Gesamtwertung, damit können wir leben. Sind wir auch in der Pro-Tour-Wertung wahrscheinlich jetzt mit dabei. Auf Platz 5 sind wir da sogar. Und im Super-Prestige müssten wir wahrscheinlich ganz weit vorne sein. Da sind wir auch nur Fünfter. Unser Team ist auch Fünfter momentan in der World Tour. Super Prestige sind wir Vierter. Im Veranda ist Willems. Schauen wir, die haben sogar richtig guten. Alexander Schaknjarow. 23 Jahre alt. Huiuiui, haben so einen richtig guten Fahrer am Start. So, wie geht's weiter? Wir schauen die Planung an und sehen, dass quasi unser nächstes Rennen Mailand-Sanremo sein wird. Ups, da haben wir Mailand-Sanremo, ich dachte gerade schon, das fahren wir natürlich wieder und werden es mehr oder weniger mitrollen. Stufe 19 haben wir, ich hoffe wie gesagt auf Stufe 20 bis zur Tour de France, ich glaube es eher nicht, dass wir das schaffen werden, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Die Fitness, die Trainingsplanung machen wir dann gleich in der nächsten Folge wieder, dass wir da jetzt mit der die Ermüdung wieder ein bisschen runterbringen, wobei sie jetzt ja auch noch gar nicht so hoch ist. Aber mal schauen, wie wir das genau planen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge des Radsportmanagers. Bislang sehr erfolgreiche Saison. Tour of Oman haben wir gewonnen, Paris-Nizza Zweiter. Was will man mehr? Dann sehen wir uns gleich wieder.